Telekolumbus präsentiert. Direkt vom Ernst-Reuter-Platz. Gröbel, der Talk aus dem Telekolumbus-Tower. Jahre, ist das nicht eine ziemlich große Last? Prinzessin Felicitas Anhalt, euer Haus feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges. Da lebe ich sogar noch älter, ne? Das sieht mir ja gar nicht an eigentlich. Also ich dachte so ja, 800-jährige. Liegt alles an Schaan. Ah, okay. Er hält mich jung. Keine Reklame. Wir kommen nach und drauf zurück. Damit ist Schaan auch schon eingeführt. Danke, dass ich die Moderation nicht selber machen muss. Heute mir junge aus. Genau, sehr raffiniert. Wir haben heute zwei Gäste, nämlich in der Tat Prinzessin Felicitas Anhalt. Ist das eigentlich korrekt, Prinzessin Anhalt oder von Anhalt zu Anhalt zu sagen? Was ist jetzt korrekt? Dann also ist ab jetzt. Eigentlich ist es Prinzessin von Anhalt, Herzogin zu Sachsen. Okay. Das Herzogin zu Sachsen, das bleibt ist so meistens eher. Nieder im Vergleich zur Prinzessin. Das Nein, eigentlich ist es andersrum. Herzogin, ja? Ja? Hat mehr Geld, aber geringeren Titel, oder was? Oder wie sieht Nein, aus? Eigentlich ist Herzogin höher als Ich lerne heute schon wieder was dazu. Das ist ein Alter, ja, genau. Hat nicht geklappt. Jedenfalls nicht nur eine Prinzessin, sondern auch ein Mann, der nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland und weit darüber hinaus als einer der, trivial gesprochen, prominenten Friseure oder noch kürzer Promi-Friseure gilt, den ich aber persönlich aus auch langer Kenntnis eher als einen Mann des Stils bezeichnen würde. Ja, der auch was mit Haaren zu tun hat oder sehr viel mehr darüber hinaus tut. Lieber Schaan, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und da es auf diesem Sender auch noch eine andere Sendung eines anderen Großstadt-Barbiers gibt, Hallo Udo, wirst du jetzt wahrscheinlich auch mal in diese Kamera sagen können. Also, jetzt geht's hier los. Wir sprechen heute ein bisschen über den Hintergrund von glamouröser Welt, von Filmwelt, von Adel ein bisschen. Ist der wirklich so glamourös, wie wir das sehen? Aber vor allem auch darüber, wie eigentlich heute zwei Welten zusammenkommen. Nämlich die reale Welt der Kommunikation, auch ein bisschen des Glamours, aber auch der digitalen Welt. Insofern, wir sitzen hier auch in einem entsprechenden Gebäude, wo eine ganze Menge an Digitalisierung abläuft. Und damit möchte ich mich ein bisschen mit euch unterhalten. Schaan, an dich eine erste Frage. Du bist ja jemand, der immer dann in so große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, besonders aus dem Filmgeschäft, aus dem Musikgeschäft, der dann wirklich zur Stelle ist und auch massiv mit einsteigt. Und haben wir gerade die Filmpreisverleihung gehabt in Berlin. Wie sieht denn das aus? Was ist so durchschnittliche Zeit, die du dann mit deinen Topstar-Kunden verbringst? Tja, wie sieht das aus? Das sieht in erster Linie busy aus. Es ist sehr, sehr viel los bei uns im Salon. Mhm. Und auch außerhalb von dem Salon, das heißt, unsere Mitarbeiter müssen auch im Hotel dann arbeiten. Natürlich ist ganz klar, wenn größere Stars kommen, können wir das nicht im Salon bewältigen, weil einfach die Masse an Fotografen überhand nimmt, die rund um den Salon sind. Deswegen machen wir das auch sehr vieles im Suiten. Aber auch im Salon ist ein Erlebnis. Es macht Spaß, es macht sehr viel Spaß. Aber vor allem hat das was mit Koordination zu tun, mit Terminisierung zu tun, mit genauen Abläufen zu tun. Mhm. Also es ist schon eine sehr, sehr handwerklich und organisatorisch eine große Kunst, das zu bewältigen. Also richtig auch eine Managementaufgabe mit genauester Zeitplanung. Da wir natürlich auch gerne über Management sprechen, aber auch über das Aussehen. Eine ketzerische Anmerkung. Du bist auch schon beim Oscar aktiv gewesen, das weiß ich. Kannst du uns nachher auch noch was von erzählen? Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt in Deutschland, hier in Berlin, den Filmpreis anschaue, dann sage ich ganz offen, dann sind die Frauen in der Regel ja schon ganz gut gekleidet, aber mir fällt manchmal die Kinnlade runter, wenn die Lola dann als deutscher Oscar bezeichnet wird, aber dann männliche Stars zum Teil, also ganz ehrlich, schon fast an sich rumlaufen. Und jeder hat natürlich seine Freiheit, so rumzulaufen, wie er will. Ja. Aber wie bewertest du das? Ist Berlin immer noch letztlich so ein bisschen motzig, was jetzt speziell die Männerklamotten, das Auftreten betrifft? Oder würdest du sagen, im Vergleich, du hast in Wien gelebt, Vergleich zu Wien ist das... Naja, ich meine, diese Stars sind ja nicht meistens Berliner, ja? Also leider Gottes sind doch viele Gott sei Dank. Berliner sind entlastet. Leider kommt man auch aus München.
Und nein. Die sehen auch nicht besser aus, meinst du, oder was? Nein, aber es ist meistens so, das ist legitim, wenn man seinen eigenen Look hat. Also ich finde zum Beispiel, jetzt Felicity ist ein super Beispiel dafür, sie hat ihren eigenen Look und das sieht dann einfach immer ganz cool aus und das ist lässig aus. Aber es ist nicht so, dass man da, man verwechselt oft Lässigkeit mit Coolness und was weiß ich, mit Trend oder Mode. Das ist nicht trendig, das ist nicht modisch, das, das sieht einfach nicht gut aus. Wenn man einen eigenen Look hat, dann muss es stimmig sein, das muss auch so eine passen und glaubwürdig vor allem sein. Und meistens, ich weiß, worauf du spielen willst, meistens reißt es, haut das leider nicht hin und sieht einfach komisch aus und dann denkst du dir, okay, komm, jetzt will er mir sagen, dass ihm das wurscht ist, obwohl man genau weiß, sonst wärst du nicht hingegangen, ist demonstrativ, weißt du nicht, wenn es nicht wurscht wäre. Diese demonstrative Wurscht. Also das, da muss man aufpassen, dass es nicht schmuddelig wirkt. Da hast du recht, ja. Schan hatte ich ja schon auch direkt mit einem Kompliment versehen. Ihr arbeitet ja zum Teil auch zusammen. Berät er dich eigentlich oder ist das alles bei dir morgens, wenn du so aufstehst, die Stilikone, It-Girl, finde ich so schrecklich, würde ich dich niemals bezeichnen wollen. Diese Frau ist gerade mal 18 oder wirst aber bald 19 oder bist schon 19? Naja, noch einen Monat. Ach so, ja gut, dann, also noch 18, aber alt. Gott sei Dank volljährig. Das ist schon mal. Diese Sendung darf nach 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Aber Frage an sich, wie machst du das so, wenn du, ich meine, du, mir bist du in der Berliner Szene, lange bevor wir uns kannten, immer aufgefallen, weil immer sehr originell und nicht jetzt einfach nur so Fashion-Victim, also nicht nur irgendeine Modetrend hinterherlaufend. Kommt das alles von dir? Ist es Schans Einfluss? Oder? Naja, Schan. Also ähnlich seht ihr euch nicht. Naja, vielleicht so. Naja, also, wenn es Haare angeht, ist natürlich Schan auch bei mir mein Experte, meine Nummer eins. Modetechnisch lasse ich mich eigentlich hauptsächlich von meiner Stimmung beeinflussen. Also, worauf ich gerade Lust habe, ich merke das auch immer so, dass ich bestimmte Farben bei bestimmten Stimmungen trage. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Aber an sich, ich bin auch keine Orange ist Trendfarbe. Aber Orange, Telekolumbus, Trendfarbe. Orange, genau. Die schwarzen Wolken dahinter, die vergessen wir da. Schwarz-Weiß geht auch immer. Sehr gut. Nee, aber genau, aber kleidungstechnisch kommt immer drauf an, wonach ich mich gerade fühle. Und ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie sich jede Schau online anschaut von jeder Fashion Week der Welt oder so, sondern ich mache das so, wie es mir gerade gefällt. Sind wir auch beim digitalen Thema, das ist ja ganz wichtig. Eine Hypothese, die wir beide vielleicht auch beantworten können, vielleicht noch aus eigener Erfahrung, dass durch die digitale Welt, auch gerade im Bereich von Lebensstil, die Welt, die angeblich ja sowieso schon seit Jahrzehnten globalisiert ist, noch mehr zusammenwächst und noch mehr Kommunikation direkt auch zwischen Leuten ganz unterschiedlicher Städte und Länder entsteht. Also du, lieber Schan, hast ja sogar einen Blog. Ja. Erzähl mal ein bisschen dazu. Ja, also bei mir ist es so, dass ich absolut keine Ahnung von Internet habe und von digitalen Welten habe. Aber darum kommt man einfach nicht. Und das ist halt ganz wichtig, weil ich werde ja oft selbst gefragt, ich werde ja ständig gefragt, was ist Trend, was ist Mode, was ist jetzt gerade. Und das wird jede zweite Woche gefragt von irgendwelchen Zeitschriften. Das heißt, das ist so schnell geworden mittlerweile, dass du einfach nicht hinterherkommst. Und wir haben uns überlegt, was machen wir, dass wir dann einfach mal ein bisschen offener stellen, was wir so machen. Und es ist tatsächlich so, dass ich einen eigenen Blog habe, einen Beauty-Blog habe. Und da unter Stylebook. Und das läuft sehr, sehr gut, erstaunlicherweise, weil es einfach mal bei dem Material, die ich liefere, das wird einfach fotografiert und es gibt dann Experten, die das reinstellen. Teilweise schreibt auch ein bisschen Philly rein, dann ein Nora rein. Also sind alles sehr, ich habe halt, das Wichtige ist halt bei sowas einfach Experten zu holen, die einem dann dabei behilflich werden, wie man das dann umsetzen mag. Aber selbst den Trend mussten wir natürlich machen. Ja. Also das ist ganz klar, dass du das erstmal erstellen musst und dann geht das erst in den www. hinaus. Feli, ich meine, du bist ja auch allein schon durch dein geringes Alter eine Repräsentantin der jungen Generation, ist auch keine Frage. Wenn du mal so auf so einen Tagesablauf schaust, also wie wichtig ist für dich jetzt sind digitale Medien? Also Facebook weiß ich, wir sind ja sogar verbunden, bist du eh drauf, aber wenn du auch so andere, auch zum Beispiel Blogs nimmst, nimmt das schon viel Zeit, mobil vielleicht sogar? Also wahnsinnig viel Zeit. Das, ich sehe das auch, ich habe meine beste Freundin, mit der ich jetzt zusammen wohne, bei der ist es noch schlimmer. Die ist wirklich, also die, oder was heißt schlimmer, aber noch intensiver. Intensiver, ne? Ja, genau, weil die ist wirklich
noch mehr in dieser ganzen Welt drin. Die weiß auch immer, was ist neu und was muss man jetzt wo anschauen. Ich bin da immer ungefähr 4 Wochen zurück, wenn alle anderen schon wieder das uncool wird. Dann merke ich es langsam. In der digitalen Welt ist es... In der digitalen Welt ist das schon, sind 4 Wochen schon eine Zeit. Aber ohne Facebook könnte ich nicht und ich will ich auch nicht, weil dadurch, dass ich auch recht lange in England war, habe ich auch Freunde aus England, mit denen ich sonst keinen Kontakt halten könnte. Mhm. Oder nicht so leicht. Und man weiß immer, was geht bei den Leuten gerade so rum, was passiert da gerade alles. Und das kann man zu einem gewissen Maße immer nachlesen. Mhm. Und ich meine, man muss nichts draufschreiben, was man nicht draufschreiben will. Ich würde auch gern mit euch beiden vielleicht noch mal so, nennen wir es mal so, über diese nicht technisch, sondern digitale Infrastruktur sprechen. Das ist ja atemberaubend, dass wir im Grunde schon seit Jahrzehnten, ja, 60, 70 Jahre gibt es Fernsehen und dass aber eigentlich diese beiden Welten, nämlich hier die sogenannte digitale Welt und dort das Fernsehen, das in Wirklichkeit schon längst auch digital ist, auch zu Hause immer noch stark separat ist. Also wenn ich mir so anschaue, wie ich selber, wie viele, selbst meine Altersgenossen, 61 immerhin, das Netz nutzen, dann geht das ineinander über. Wie ist das bei dir? Spielt bei dich Fernsehen und Netz eine ineinander übergehende Rolle, zu Hause vielleicht sogar? Also das Ding ist bei mir, ich schaue gar nicht wirklich Fernsehen. Ich liebe Filme und Serien, das ist praktisch eine Sucht. Sehr Fernsehen, wunderbar. Aber jetzt, ich sag mal, Fernsehen an sich, außer so ein paar Sachen, schaue ich gar nicht so. Und wenn, dann schaue ich es auch online. Also es ist gar nicht so, ich hab zwar einen Fernseher, oder wir haben zwar einen Fernseher, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich sage, ich setze jetzt lange tagsüber vom Fernseher, sondern ich mache das eigentlich alles digital. Also ich mache das alles über meinen Laptop. Mhm. Es gibt ja auch Livestreams online und so, in denen man sich das anschauen kann. Und wobei du in Wirklichkeit sehr wohl Fernsehen guckst, nur es ist nicht das synchrone Fernsehen, sondern es ist das gespeicherte. Genau. Und wenn das dann auch noch in großer Qualität ist, HD, dann bist du ja doch wieder beim Fernsehen, wenn auch nicht mehr traditionelles Fernsehen. Obwohl ist auf der anderen Seite zum Beispiel mein Schwager, der ein Technikgenie ist, die haben das alles über ihren Fernsehbildschirm, also auch per Internet und so. Mhm. Das ist alles schon wieder total zusammengeworfen. Apple TV, das hat man ja. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich fast dasselbe. Normal, ne? Ja. Ist bei dir auch kurz noch vor der Fernsehpause, Werbung. Ist bei dir, du hast mit Sicherheit auch so ein super Monster, riesen Flachbildschirm in einer durchgestylten Wohnung, in der der gestylte Schahn mit seiner Familie alle gestylt ist. Seiner gestylten Familie. Genau. Nein, das ist ganz anders. Also wir haben ja ein Kind, wie du weißt. Ja. 5 Jahre alt und bei uns ist im Fernsehen verboten einfach zu Hause. Also gibt es gar nicht, ich habe unter Dach beim Fernsehen. Das ist dann einfach mal irgendwie heimlich. Heimlich Fernsehen gegangen. Diese Sendung wirst du dir nicht anschauen. Ja, wirklich, ich muss mir das heimlich angucken. Ja, das gucke ich mir auch gerne mal heimlich an. Aber natürlich muss ich informiert sein, klar. Ja. Also ich gucke mir natürlich allen Blogs an, was da um Mode und Trend geht. Klar gucke ich mir auch Sendungen an, wo es ums Trend und Mode geht, das muss ich mir angucken. Tu deinem Kind einen Gefallen. Lass es auch Fernsehen. Das gehört heute zur Bildung dazu. Ja. Und es gehört natürlich auch dazu, dass Fernsehen unter anderem von Werbung finanziert wird, durch Werbung finanziert wird. Also der Werbeblock mit CK und nicht mit G. Da gibt es den Schaden für. Bis gleich.